Moin Moin und willkommen zurück zur Folge 3 XCOM 2. So, ich wollte eigentlich hier die 4 Tage noch schnell Avenger einen berechnet neuen Rekruten Kurs. mir züchten oder erscannen. Das machen wir mal schnell. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch. Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, die Advent-Offizierleiche müssen wir untersuchen. Die Advent-Offiziere bekommen wir hin. Eindeutig modifiziert, um ihren untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. So. Wir sollten auch denn langsam mal eine gesichtslosen Leiche. Wäre auch nicht schlecht, ne? So, mache ich das mal schnell oder Widerstandskommunikation? Ich bin mal erst für die Widerstandskommunikation. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Okay, cool. Weiter geht's. 3 Tage, dann ist unsere Guerillaschule fertig. Und wir haben immer noch noch nicht genug an Vorräten. So, wir haben Rekrut Paul Walker und Jeff Gordon dazu bekommen. Und noch eine Mary Kennedy. Okay. So, dann flattern wir mal schnell hier zum Ortungssignal. Avenger berechnet neuen Kurs. So, geborgene Fracht. 5 Tage. Ja, Action. Guerilla-Taktikschule einsatzbereit. Cool. So, da haben wir die schon mal. Klasse. Und ich habe keine Vorräte, um hier Truppengröße 1, 50, also 30 Vorräte brauchen wir noch. Und keinen Schwarzmarkt haben wir auch noch nicht. Halt, zurück. Zurück. Wir müssen jetzt erstmal unbedingt. Ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren, aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Commander, unter den verbliebenen Alien-Komponenten in erstmal schön freiräumen. Belang. Wenn wir das Zeug wegräumen, können wir den Platz für eine neue Einrichtung nutzen. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Ja, sind nur 5 Tage. So, wollen wir mal weiter scannen. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. So, die Widerstandskommunikation, die ist erforscht. Wir können eine Kommunikationszentrale bauen. So, Widerstandsfunk, 6 Tage. Ich bin dafür, dass wir den gleich erstmal mit erforschen. Wichtige Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie.
Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Commander, wir können nun versuchen, den Kontakt zu lokalen Widerstandsgruppen auf der ganzen Welt herzustellen. Sehr gut. Wenn wir ausreichend Informationen für einen Kontakt gesammelt haben, müssen wir das Zielgebiet nach dem Signal der Widerstandskämpfer scannen. So, jetzt gucken wir mal. Hier brauchen wir bestimmt mächtig viel Information. Ich scanne das hier erstmal fertig, die zwei Tage. Auch wenn es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Edwin zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. So, 114 Informationen und einen Wissenschaftler bekommen wir für... Viel Glück. Für die Nummer. Das ignoriere ich nicht. Setze Kurs auf den ostamerikanischen Bezirk. Das Ding ziehe ich gleich durch. So, ich habe meine Kollegen hier mal gerade ein bisschen modifiziert. So, in einer kleinen Pause sozusagen. Und ihnen haben wir bloß einen Bart verpasst, der blieb so wie er ist, aber hier unsere Sun Ranger, den haben wir mal die Brille geändert und die Haare geschnitten sozusagen, hat einen Iro bekommen und unser Granatenwerfer Püppchen, ist ja ein Püppchen, die hat eine Maske bekommen. Ja, ein Wissenschaftler können wir immer sehr gut gebrauchen. So, Schwierigkeit ist Gott sei Dank immer noch leicht. Und ja, ich laber gar nicht viel. Einsatz starten. Sky Ranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Super. Die Aufklärung hat einen Transportkonvoi von Advent im Auge, der dieses Gebiet durchquert. Eine für den Widerstand wichtige VIP wird in einem der Transporter festgehalten und wir wurden gebeten, die Rettungsoperation zu übernehmen. Wir müssen alle feindlichen Truppen vor Ort ausschalten, das Gebiet sichern und die VIP in Sicherheit bringen. Oh, VIP in Sicherheit bringen. Das bekommen wir hin. Da haben wir bestimmt jetzt eine Rundenvorgabe. Operation Vergessener Trug. Das ist ein komischer Name. Nicht so schlimm. Wie können wir unseren Kampfhacker verkleiden? Na, mal sehen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Und Action. Was ist da los? Hier hat es eben ein wenig gehakt. Science 5 bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay. Was ist denn da los? Hologrammpüppchen. Also. Unseren Scharfschützen. Wir sind hier so halb auf dem Dach. Den werden wir mal gleich... ...in Position bringen. Ist egal, das war nicht unser Scharfschütze. Das ist der hier. Habe ich wieder nicht hingesehen. Ey, ich muss mich konzentrieren. Mann, 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 Mann. So, den schicken wir aber dahin. Und ab geht's. Ja, das ist eben unser Granatenwerfer auch auf dem Dach. Egal. So, und die beiden. Wir müssen dahin. Das heißt... Hier schicken wir hier hin. Position bestätigt. Overwatch. Feuerschutz. Und unser... Wir hätten mal einen Rekruten mitnehmen sollen. Na, ist egal. Die schicken wir hier hin. Bestätigt. Rücke aus.
Overwatch. 12 Runden, sehe ich gerade, haben wir. Jetzt nur noch 11. So, aber erstmal will ich unseren Scharfschützen. So, der kann mal schön hier hinrennen. Was ist hier los? Keine Gegner am Start oder was? Das kann doch gar nicht sein. Das ist merkwürdig. So, unser Grenadier. Den schicken wir mal auch hier oben hin. Los, los, los! So, die können die Runde da mal schön abhängen. Unseren Begebe mich zum Ziel. Kampfhacker. Der kann da mal kurz abhängen. Und sie wird hier drin entdeckt. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, was ist hier los? Zittert irgendwas, ist egal. Sie schicken wir mal direkt bis da vorne hin. Los, los, los. Und er kommt leider noch nicht zum Hacken. Zum Hacken. Deswegen wird er diese Runde mal auch nach vorne rennen. Feind ist in Bewegung. Okay. Die ersten paar Pappnasen sind unterwegs in unsere Richtung. Ah, da ist schon so ein Schleimbeutel. Okay. Da sind auch noch zwei. Von mir aus, gerne. So, fertig werden. Super. Die heben wir uns mal auf. So, unser Kampfhacker. So. Nee. Der hackt mal hier nichts. Und zwar, den schicke ich mal hierher. Schon unterwegs. Und schicke dir mal einen Overwatch. So, und sie stelle ich mal hier hin. Ich rücke auf. Auch Feuerschutz. Überwachung läuft. Die lasse ich mir mal übrig und nehme mal den Scharfschützen und verbrat mal dem Offizier eine. Mal sehen, ob das klappt. Komm, schön in Ruhe zielen und ja, ein Kritschaden von 6, nicht schlecht. 7 wäre besser, dann wäre er gleich weg. Sie haben uns entdeckt. Ja, jetzt haben sie uns natürlich entdeckt, ist klar. So, Nummer 1, Nummer 2, die beiden sind schon mal Geschichte. Oh, der eine hat was Schönes liegen lassen. Yippie-yay. Aber der geht da rein. So, jetzt habe ich sie hier nämlich noch. Das ist gar nicht mal so schlecht, da steht der her. Pass mal auf, das versuche ich mal. Jetzt gehe ich mal mit der hier runter. Und habe hier nämlich eine schöne Crit-Chance von 40%. Das Ziel ist flankiert. Jetzt hau mal so richtig schön drauf da. So, einen Schaden von 5 verursacht. Er passt doch erstmal. So, was macht der Nacktleuchter? Eier drum. Verkrümelt sich nach da hinten. Deckt meine Flanke! So, jetzt kriege ich eine verbraten, pass mal auf.
Nee, der geht im Feuerschutz. Na, du bist ja erstmal eine Nachtjacke. So, dann pass mal auf. Dann machen wir erstmal eins. Ich nehme mal hier. Das ist, pass mal, das wird witzig jetzt. Ein Gefechtsprotokoll und verbrat dem einen. Dann geht nämlich sein Feuerschutz flöten. Dann kann ich nämlich mit dem Ranger. Schön hier reinrennen und den umnieten. Fupp, weg ist er. Sehr gut. Bestätigter Abschuss. Dafür hast du eine Beförderung verdient. So, den hebe ich mir mal noch auf und sie geht hier mal schon mal rum, was sammeln. Wechsle Position. Sehr gut. Was gibt's Schönes? Ein Stecher, nehme ich mit. Ich hab es. Und wir haben hier eine Crit-Chance von 40, flankiertes Ziel plus 40%. Zieh durch, Püppchen. So, der ist weg. Auf Wiedersehen. Der ist erledigt. Jawohl. Brauche Munition. So, sie hat eine Beförderung verdient da. Meine Güte. So. Weil er jetzt nichts zu tun hat. Ach, weißt du was? Du kannst mal trotzdem noch stehen bleiben und uns Feuerschutz geben. Weil? Guck mal, was wir hier haben. Hier haben wir nämlich zwei Verrückte, die uns gleich ganz schön auf den Zünder gehen werden. So, aber sie muss jetzt erstmal hier rein. Rücke zur Zielposition vor. Ich sehe Advent-Truppen. Das passt mir jetzt gar nicht. Das passt mir überhaupt nicht. So, den trifft sie nur mit... Ah, da stehe ich natürlich jetzt blöd, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. So, dann lasse ich mal die erstmal dann noch, wo sie ist. Und schnapp mir erstmal... Ach, Gott sei Dank, wir haben ihn hier noch. Sektoid. Den trifft er mit 59, den mit 59. Ja, eigentlich kann er alle sich alle beide schnappen. Ich probier's mal. Komm. Ruhig und... Ja, wunderbar. Das war doch schon mal nicht schlecht. Das hat mir gefallen gerade eben. So. Die lassen wir nochmal übrig. Ihn schicken wir... hierher. Roger. Und du kannst mal schön auf den Lurch zielen. Ein Crit-Schaden von 5. Na, das ist doch mal was. Hat ihn aber nicht geschafft. So, also, dann bleibt uns noch sie hier übrig. Sie kann von hier aus aber kaum was machen, wenn ich die jetzt hier direkt hinstelle, ob die trifft. Ich weiß es nicht. Befehl bestätigt. Ich werde es mal ausprobieren. Ja gut, ne? Eine Waffen-Crit-Chance von plus 10%, Crit-Chance 10%. Boah. Ja, ey, hab ich ein Schwein. So, der liegt... Der liegt tot über dem Zaun da hinten. So, kann sie also hier schön mal die Tür aufhacken. Versuche einzudringen. So, was gibt's denn hier Schönes? Die Scanzeit der Avenger ist für 4 Wochen um 50% lang reduziert und ja, sie ist mein Grenadier. Das mit den 20 gesteigert nutzt mir gar nichts. Also werden wir das benutzen. Und
War ja klar. Aber immerhin, die Tür ist offen. Ich bin drin. VIP in Sicherheit. Sind unterwegs. Cool. Minus 1-5. Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. So, den werden wir gleich nehmen und so schnell wie möglich hier in Sicherheit bringen. Edwin-Verstärkung nähert sich. Okay. Minus 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Das ist schlecht. So, also müssen wir sie hier mal hier in Deckung schicken. Befehl bestätigt. Overwatch. Wo kommen die anderen da hinten? Hat eh hier noch. Dann schicken wir den hier hin. Overwatch. Du triffst von da keinen. Den schicken wir mal hier in die Ecke. Wird gemacht. Der kann in der nächsten Runde mal richtig draufhauen. Oh, ey, wir können jetzt noch eine Runde mit unserem VIP gehen und können den schon erstmal evakuieren. Weg mit dem. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. So, und sie geht hier in volle Deckung. Verstanden. Und Overwatch. Dann lass mal kommen. Haben es mit Edwin zu tun. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wenigstens einer trifft. Ja, immerhin den Offizier schon mal angekratzt. Das war jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. So. Was? Nee, ich wollte Gefechtsprotokoll. Ah, der zieht plus 2 ab. Das ist natürlich. Das bringt mir nichts. Siehst du jemanden? Ja, den Advent-Offizier mit 61, den mit 79 wenigstens. Ja, weißt du was? Schieß mal drauf da hinten. Mal sehen, ob das was bringt. Ey, yeah! Dafür hast du eine Beförderung verdient, Alter. Von mir aus ja. Von mir aus sehr gern. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ihn hier. Kriegen wir den irgendwie flankiert? Nee, gar nicht. Dann müssen wir Simon ein bisschen nach vorne rücken. Sie kommt maximal bis hierher. Mal gucken, wie weit ich denn mit der Granate komme. Halbe Deckung passt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber irgendwas ist ja immer. Schade. Ich hätte gedacht, ich kriege wenigstens alle beide. Komm, lass mal gucken. Mal sehen, was passiert. So, der Offizier ist schon mal weg. Sehr gut. Das hat schon mal gepasst. Das war nach meinem Geschmack. Der kriegt jetzt eine verbraten mit dem Gefechtsprotokoll. Das ist schon mal angeknabbert sozusagen. Zack. Immerhin 2 Schaden. So.
So, und wir haben jetzt sie noch. Sie geht mal bis hierher. Und los geht's. In den Feuerschutz. So, du beweg dich mal bitte. Und komm, knallen weg. Ach, daneben geschossen. Schade, schade, schade. Es bewegt sich noch. Ja, ein... Oh, der geht im Feuerschutz. Das hätte er mal nicht machen sollen. Weil ich versuche jetzt mit ihm hier... Mal sehen, ob das klappt. Begebe mich zum Ziel. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ach, Mensch, ich habe vergessen. Ja, der hat ja... Oh, ich habe so ein wahnsinniges Glück, ey. Ehrlich. Das war jetzt wieder mal echt nur Glück. So, tschüss, der ist weg. Feind ausgeschaltet. Sehr gut. Meine Waffe ist leer. So, dann können wir ihn abziehen. Los geht's. Können wir sie abziehen. Ziehe los. Können wir sie mit abziehen. In Ordnung. So, Evakuierung. Genau rechtzeitig. Evakuierung. Evakuierung. Binnenwall weg, haut da raus. Warum kann ich sie nicht evakuieren? Hallo? Rücke zu Zielkoordinaten vor. Aber jetzt... Evakuierung bestätigt. So, Mission erfolgreich. Sag mal, wurde überhaupt einer verletzt? Status bestätigt, Mission erfüllt. Hammer! Benötigte Runden 8, getötete Feinde 9, keiner verwundet, keiner getötet. Und das auf Commander. Ja, weiter. Ich mache hier gerade so ein virtuelles Tänzchen. Und freue mich wie Bolle. Neuer Rekord, Trefferquote 100%. Was ist das? Corporal Marcel Kaczmarek. Also eben muss ich mal nochmal... Kaczmarek, das ist Hammer, ey. Wie kann man denn so... Naja, super Name. Wie wird das ausgesprochen? Kaczmarek? Kaczmarek? Eindruck, Commander. Ein weiterer ausgezeichneter Einsatz. So, super, befördert. Klasse. So, was habe ich gesagt? Dass sie wird auf alle Fälle... Ach, Sprengstoffexperte ist eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Wenn das schon so ein Monster-Ballermann in der Tasche hat. Und nachher, ja, ach komm. Wir machen das mal anders, ne? In der letzten Runde, im letzten Run habe ich alle hier zum schweren Schützen gemacht. Sie kriegt mal den Sprengschutz... Ne? Die Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzerung, die zusätzliche Rüstungspunkte um 16% reduzieren. Schaden durch Explosive. Okay, nehme ich mal mit. Die machen wir zum Sprengstoffexperten. Cool. So, next one. Unser Ranger. Schattenschritt. Die machen wir zum Schwertmeister. So, und unseren Scharfschützen. Der wird schön unser Heckenschütze. Distanzschutz hat er schon. Und jetzt kriegst du noch heftigen Schutz dazu. Heftigen Schuss. Nicht Schutz. Was erzähle ich denn? Und weiter geht's. So, wir haben unseren Stecher als Beute auf. Wir haben keine Advent-Soldaten eingesammelt. Warum denn das nicht? Schade, schade, schade. Und
Sie und unseren VIP gerettet. Haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Beeindruckende Leistung. Beeindruckende Leistung. Dankeschön. So, du kannst mal gleich in die Forschungsabteilung und mitforschen, mein Freund. Und Alien-Trümmer, die dauern noch 2 Tage. Hier dauert das noch 4 Tage. So, Vorräte haben wir leider nicht bekommen. Ich gehe mal zur Brücke. Offiziere sind zwar stärker als ihre gewöhnlichen. So, was haben wir denn hier jetzt plötzlich? Belohnung, Vorräte. Ah, das werden wir mal gleich untersuchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Die Vorräte können wir gebrauchen. So, dauert 6 Tage. Ah, Ortung 1 Tag. Verdammte Axt. Ich fliege doch schnell mal. Nicht vollständig gescannt, ja, ist mir klar. Ist egal. Wir flattern dahin. So, den einen Tag, den scanne ich gleich. Aber das in der nächsten Folge. Erstmal sage ich Dankeschön fürs Reinklicken. Und ja, Folge 4 kommt in Kürze. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin. Tschüss, euer Olli.